Nach welcher Art von Immobilie sollte Alex suchen? Darum geht es in dieser Folge der kleinen Serie, in der wir Alex 2,5 Tage besuchen und versuchen, mit ihm eine Immobilie zu kaufen und live mit der Kamera dabei sind. Und wir sprechen als erstes mit ihm in der Folge darüber, wie groß sollte die Wohnung sein, die er kauft. Ja, und dann darüber, wie er die weiche Finanzierungszusage, die er mittlerweile hat, am geschicktesten einsetzen kann. Wir diskutieren darüber, in welchem Zustand er die Immobilie am besten kauft. Und darüber, welche Mietsituation für ihn in Frage kommt. Und wir sprechen auch darüber, wie er eine Immobilie nach dem Kauf noch weiterentwickeln kann. So, wenn du jetzt keinen Teil dieser Serie verpassen möchtest oder einfach lernen möchtest, wie der Vermögensaufbau mit Immobilien für dich funktionieren kann, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Okay, lass uns jetzt über das Thema Suchprofil sprechen. Ja. Ja, ich meine, wir haben logischerweise gerade festgestellt, wir hätten gerne möglichst viel Mietrendite. Wir haben irgendwie mal so 6 bis 7% angepeilt. Ja. Jetzt können wir logischerweise aber über Suchprofil schreiben, 6 bis 7% Mietrendite. Das ist aber nicht das, was uns ins Ziel bringen wird, weil das will jeder haben. Jeder wird auch wahrscheinlich noch mehr nehmen. Die Frage ist, was beeinflusst die Mietrendite hauptsächlich? Ja. Zwei große Bereiche. Einmal so die Eigenschaften der Wohnung, über die wollen wir jetzt reden. Und dann den nächsten großen Bereich ist dann eben Standort. Den machen wir aber in der Session danach, weil da müssen wir nämlich Daten analysieren und uns festlegen, wo. So, jetzt ist aber mal die Frage, überhaupt welche Art von Immobilie kannst du dir vorstellen zu kaufen und auch wie kannst du dir sie vorstellen zu betreiben? Ja. Jetzt lass uns gleich mal vielleicht mit dem Vermietungsmodell anfangen. Ja, weil jetzt kann man sagen, okay, eine Einzimmerwohnung vielleicht, das ist clever zu kaufen oder Zweizimmerwohnung, kleine Wohnung. Könntest du dir auch was Extremeres vorstellen? Also eine Fünfzimmerwohnung, du machst da eine WG rein und hast einen erhöhten Aufwand bei der Vermietung. Habe ich jetzt so in der Form nicht drüber nachgedacht. Grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Ja. Wäre natürlich ein ganz anderer Finanzierungsrahmen, über den wir wieder sprechen würden. Nicht Ja. mehr über eine 100.000 € Finanzierung, Ja. sondern über eine, je nachdem, 5 Zimmer heißt 100 Quadratmeter aufwärts. Richtig. Aber durchaus ausschließen würde ich das gar nicht, nein. Okay, ausschließen wirst du es nicht. Ich gehe eben noch mal eine Ebene höher. Steht für dich fest, dass es eine Wohnung ist? Auch das steht nicht fest. Also ist es einfach eine Wohnung, weil ich noch keine Erfahrung mit Mehrfamilienhaus habe. Das Mehrfamilienhaus schreckt mich im Moment ein wenig ab, wenn ich darüber nachdenke, ich habe es gerade gekauft und dann muss das Dach neu gemacht werden oder dann kommt dies, dann sind keine Rücklagen aufgebaut. Das ist einfach so ein großer Posten, der mal schnell 50, 60, 70.000 verschlingt, sozusagen direkt in der Anfangsphase kommt. Aber grundsätzlich steht eigentlich auch ein Mehrfamilienhaus nichts im Wege und der Gedanke ist, finde ich eigentlich sehr charmant, sozusagen selbst bestimmen zu können, dich nicht mit anderen Eigentümern abstimmen zu müssen und das Ganze selbst zu betreiben, selbst zu verwalten, ob man es selber macht oder eine Verwaltung dann einsetzt. Auch das will ich nicht ausschließen. Okay. Jetzt, Ziel des Gesprächs ist Ja. es, dass wir aufschreiben, was du konkret suchst, damit wir das an dem Standort, den wir danach finden, potenziellen Makler, Ja. Hausverwaltung, was auch immer, geben können, damit sie quasi genau wissen, was dein Suchprofil ist. Das heißt, lass uns dafür jetzt festlegen, sollen wir da draufschreiben, auch Mehrfamilienhäuser? Also für den, also wir können es optional mal drauf schreiben, allerdings, weil ich die Standorte einfach noch nicht so gut kenne. Also wenn wir nachher in die Ja. Standortanalyse reinschauen und es wird ein Standort möglicherweise in die engere Auswahl kommen, den ich noch nicht gar nicht so gut kenne, Ja. dann fühle ich mich mit einer Eigentumswohnung erstmal wohler und würde dann vielleicht, wenn das alles gut funktioniert, diesen Standort dann kenne, dann im nächsten Schritt vielleicht mal das Mehrfamilienhaus in Angriff nehmen. Aber es wäre jetzt, ich würde es jetzt kategorisch noch nicht unbedingt ausschließen. Okay, dann schauen wir auf. Suchprofil, Wohnung, gegebenenfalls Mehrfamilienhaus. Ne? Ja. Aber ich würde jetzt vorschlagen, für die Suche, die wir machen, in der ersten Runde schicken wir dann an die Leute das, was wir als Dokument erstellen, schreiben wir etwas klarer drauf, damit wir nicht so breit sind. Ja, Ne? also ich, genau, also ich, wahrscheinlich macht es da tatsächlich mehr Sinn, auf die Wohnung zu gehen und das Mehrfamilienhaus, wenn zufällig uns was vor die Ja, Flinte läuft, ne, ja, aber ja. ansonsten, ja. Okay, na gut, das ist natürlich schon die Frage, ob wir wirklich aktiv danach suchen. Wahrscheinlich, ne? Im ersten Schritt Ja. passiert es nicht zufällig. Ja, und es wäre nochmal ein neues Finanzierungskonzept eigentlich. Ja. Okay, also komm, für die Ja. jetzt, für die Aktion hier, die 2,5 Tage, Ja. suchen wir jetzt eine Wohnung. Ja. Da ist jetzt dann aber schon die Frage,
klassisches Vermietmodell? Oder denk auch an eine kleinere Wohnung, sagen wir, wir machen den Rahmen kleiner, aber könntest du dir auch da vorstellen, möblierte Zimmer? Auf jeden Fall durchaus. Womit ich mich aktuell nicht beschäftigt habe und ehrlich gesagt jetzt kurzfristig auch nicht beschäftigen möchte, ist eigentlich, ab wann kommst du in eine gewerbliche Vermietung rein? Mhm. Also wenn ich jetzt möbliert vermiete und jetzt jeden Monat neue Mieter drin habe. Ja, dann kommst du rein. Ja. Also ein halbes Jahr solltest du... Genau, das möchte ich schon ausschließen jetzt, weil ich mich damit einfach jetzt nicht auseinandergesetzt habe. Ja. Aber grundsätzlich, was so die private Vermietung angeht, kommt das möblierte Vermieten auch in Frage. Ja. Also quasi nicht die Airbnb-Nummer, aber wenn es eine kleine Bude ist, die sich irgendwie toll an Projektmitarbeiter von irgendeinem Großkonzern vermieten lässt. Okay. So, das müssen wir insofern nicht in Suchprofil direkt aufnehmen, also das, wir behalten es beim Hinterkopf, ne? Die Frage wäre jetzt nur Wohnungsgröße, das müssen wir jetzt entscheiden. Ja. Wollen wir diese WG-Geschichte mit mehr, also das Modell auf mehrere Zimmer in einer Wohnung, sollen wir das jetzt mit reinnehmen, so eine Wohnung zu suchen, oder sollen wir erstmal wirklich nur eine kleine Wohnung suchen? Also das Suchprofil orientiert sich aber jetzt schon an dieser 100.000 Euro Finanzierung oder sind wir da komplett losgelöst? Das haben wir noch nicht festgelegt. Ja. Das müssen wir jetzt festlegen. Ja. Das war noch ein Beispiel, bis jetzt die 100.000. Du kannst jetzt auch sagen, dass du deutlich mehr möchtest, wobei du ja über eine Größenordnung irgendwie mit Andreas auch gestern schon gesprochen hast. Ne? Genau. Erzähl uns doch mal, was gestern aus deiner Sicht rauskam im Finanzierungsprozess. Ja, also gestern habe ich mit dem Andreas gesprochen. Wir sind verschiedene, also erstmal nach dem Vorstellungsgespräch, nachdem wir auch mal warm geworden sind miteinander, haben wir verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Er hat auch mal aufgezeigt, was man eigentlich alles so machen kann. Also hat ein paar interessante Sachen auch erzählt. Aber grundsätzlich habe ich ihm eigentlich auch von meinem Wunsch erzählt oder von dem Projekt, das wir hier machen, diese nächsten 2-3 Tage eine Bude für Alex finden. Und ich habe ihm da schon auch so signalisiert, dass ich so im Bereich von 80.000 bis 120.000, also 80.000 bis 120.000 Euro suchen werde. Und in diesem Bereich haben wir uns ausgetauscht, was man da finanzierungstechnisch machen kann. Er kann natürlich alles machen. Ne? Also ich kann jetzt nochmal auf ihn zugehen und sagen, wir haben jetzt das und das Objekt. Aber erstmal sind wir so verblieben, dass wir auf die Suche gehen nach einer Wohnung. Und wenn wir eine Wohnung haben, dann rechnet er das mal ganz konkret. Und er schreibt dir diese weiche Finanzierungszusage jetzt? Da habt ihr euch gestern drauf geantwortet. Genau, er schreibt eine weiche Finanzierungszusage, die auf eine Wohnung zutreffend ist in diesem Bereich, eben diese 80.000 bis 120.000 Euro. Oh, was schreibt er rein für eine Zahl? 150.000. Und er macht das aber? Also er hätte auch mehr reingeschrieben, aber er hat den Hinweis gegeben, dass wenn wir jetzt auf eine Wohnungssuche gehen, die in diesem Bereich etwa liegt, dass man da nicht mit einer weichen Zusage kommen sollte, die weit darüber ist, weil sonst der Verkäufer oder der Makler auch geneigt ist zu sehen, ach, der hat ja genug Geld, ich verhandle überhaupt nicht. Also der hat eine Zusage für so und so viel und da verhandelt er nicht mehr. Und der Tipp, den er gegeben hat, ist da eher in diesen Rahmen diese Zusage zu geben, in dem sich die gesuchte Immobilie auch bewegt, damit der Anreiz zur Verhandlung noch gegeben ist beim Verkäufer. Also Rahmen reicht quasi aus, vernünftig für das, was du suchst. Ne? Du offensichtlich bist du gut dafür finanziell, aber du hast nicht das Dreifache und suchst auch gedanklich nicht irgendwas, was dreimal so groß ist. Also das habe ich so in der Form noch nicht gehört, aber es klingt eigentlich logisch. Ja, ja, ne? Also wenn du das hörst, hast du ja dein Gegenüber, wenn der sieht, du hast hier eine Zusage für eigentlich mehr Geld oder eine größere Finanzierung, dann denkt er, ja gut. Also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wenn man quasi auftreten will als der Profi, der einfach ständig Buden macht und dadurch auch eine Verbindlichkeit aussparen kann, kann das auch positiv sein. Ne? Aber lass uns mal ruhig den Tipp von Andreas umsetzen dann so. Ich würde gerne einen kleinen Exkurs machen, weil du das gerade gesagt hast, weiche Finanzierungszusagen hatten. Letztens ein sehr interessantes Gespräch mit einem befreundeten Makler, der auch mit uns zusammenarbeitet. Und bei dem waren wir und dann haben wir den so gefragt, jetzt sag mal, du hast ja Off-Market-Objekte, ganz selten mal auch die guten, die der Kapitalanleger will. Jetzt stehen ja bei dir die Leute Schlange. Ne? Wie kann ich dafür sorgen, dass du als Makler mir das Off-Market-Objekt gibst? Ne? Und dann hat er geantwortet, das ist tatsächlich so, ne? Da stehen dann, ne, kommen ständig Leute vorbei, ich kriege ständig Anrufe, alle sagen, ich will Kapitalanlagen, das, was du morgen früh erleben wirst. Ja? Die Makler werden schon unter Umständen genervt sein, wenn du einfach nur offensichtlich ein weiterer bist, der Kapital anlegen will. Ne? Wie kommt man da durch? Und dann hat er schon gesagt, naja, also je klarer du mir machen kannst, dass du wirklich eine Finanzierung hast, die funktioniert, desto besser. Das Beste, was du mir liefern kannst, ist
von der Bank ein Dokument, quasi eine fertige Zusage. Das haben wir jetzt nicht. Ne? Das können wir auch so nicht kriegen. Ist auch gut, über einen Vermittler zu gehen, glaube ich. Ne? Da kannst du wirklich dann sehr, sehr viele Banken vergleichen und kannst dann ein optimales Konstrukt finden. Aber deswegen das Wort eben weiche Finanzierungszusage. Wir müssen jetzt, und ich glaube, das Suchprofil ist eine Basis dafür, du musst morgen Vormittag extrem verbindlich auftreten können und sagen, ich will exakt das aus den und den Gründen und ich kann es finanzieren, es ist alles durchbesprochen. Der Makler, die allermeisten Makler wissen sehr wohl, das ist nur eine weiche Zusage. Ja. Und trotzdem hebst du dich von den allermeisten Leuten ab. Wenn du es hast. Ja. Genau. Genau. Also und das, so, deswegen lass uns da wirklich konkret machen. Bis 105, damit sind wir im Prinzip festgelegt. Wenn wir jetzt mal für die Aktion das sagen, dass das bis 150.000 dann ist, ne, dann brauchen wir jetzt auch gar nicht über eine 5-Zimmer-Wohnung reden. Sondern, also vielleicht knapp. Ja, also er würde es noch umschreiben, ne? Aber wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, du hast mit ihm über 80.000 bis 120.000 geredet, du hast ja irgendwas dabei gedacht, ne? Also warum diese Größenordnung? Im Grunde ist es das, was ich eben mit dem Mehrfamilienhaus habe, ich kenne den Standort noch nicht. Also ich muss mich da, ich muss warm werden mit dem Standort. Wenn ich jetzt hier in Köln, wenn es diese Preise in Köln noch gäbe, wie in den anderen Standorten, dann würde ich auch direkt eine 5-Zimmer-Wohnung oder... Find ich, komm, lass uns die Bude zwischen 80.000 und 120.000 schießen. Wir können immer noch Alex kauft die zweite Bude machen. Ja. Und dann gehen wir höher. Ja. Alex kauft das Mehrfamilienhaus. Ja. Alex kauft das Mehrfamilienhaus. Komm, dann schreiben wir jetzt hier auch direkt hin. Wohnung bis, geben wir ein, Suchprofil bis 120.000 Euro. Ja. Genau, der Stefan klickt schon in Word quasi rum, ne, damit wir gleich danach ein Dokument haben, was wir wirklich, was wir wirklich verschicken können. Das dicke Thema Zustand noch. Ja. Also Mietsituation, glaube ich, haben wir prinzipiell gerade schon drüber geredet. Zustand ist die Frage, inwieweit traust du dir Renovierung und Sanierung zu? Also ich selbst traue es mir nicht zu. Also das ist selbsttätig. Also ich habe hier die Wohnung habe ich mitrenoviert. Also ich hatte hier alle Gewerke drin, aber Sandra und ich, also wir haben hier kräftig mit Hand angelegt. Also wir haben natürlich auch gute Anweisungen von den Handwerkern hier bekommen. Also wir haben richtig tatkräftig hier mitgemacht. Das würde ich mir alleine allerdings nicht zutrauen. Ja. Und ich würde jetzt auch nicht alleine in eine Wohnung gehen und da eine Woche renovieren. Also das würde ich gerne beauftragen, aber das schließt es nicht aus. Also ich bin durchaus gerne bereit, Handwerker zu organisieren, die das dann für mich machen. Okay. Und ich bin dann dabei und kontrolliere mal ein bisschen, ob das entsprechend gemacht ist. Aber ich selbst würde jetzt nicht Hand anlegen wollen. Okay, wenn wir jetzt mal sagen, NRW, keine Ahnung, Umkreis von hier 100 Kilometer, damit wir da auch jetzt irgendwie hinkommen. Das ist dann schon ein Stück weg, aber würdest sagen, würde eine Wohnung remote renovieren sozusagen, Handwerker beauftragen, Angebote vergleichen. Auf jeden Fall, ja. Okay. Also wir haben das beispielsweise mal gemacht von München aus in Bonn und hatten dann, machen halt ganz viel mit WhatsApp dann und die Handwerker haben wirklich einfach jeden Tag ein Video geschickt vom Fortschritt oder sind mal mit Video-Chat quasi durch die Wohnung gelaufen. Ja, ja. Das hat eigentlich wunderbar funktioniert, man kann natürlich dann, man muss dann zur Abnahme einmal hin, aber man kann es eigentlich relativ gut steuern. Weil der Handwerker weiß ja, okay, er schickt nachher wieder das Video. Ja. Wenn der Parkett nicht weiter fortgeschritten ist, dann ist das offensichtlich, dass er nichts gemacht hat. Also, ja. Okay, gut, aber das ist super. Das heißt, dann schreiben wir mal hier hin, gerne renovierungsbedürftig. Ja. Genau, weil das hilft uns natürlich enorm. Ja. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in einem Suchprofil, wenn man, darüber hebt man viel Rendite. Es gibt die zwei Hebel, eben Renovieren und Miete. Und bei Renovieren, ist logisch, dass man die ganzen sehr, sehr viele Eigennutzer aussortiert, sehr, sehr viele, ich sag mal, schön Wetterkapitalanleger, die jetzt sagen, ich will eben genau das nicht machen. Also super, wenn du sagst, das will ich machen. Ja. Okay, gut. Mietsituation, das hast du gerade schon gesagt, klar, nehmen wir mal an, die wäre leer, das ist natürlich immer super. Ne? Leer, renovierungsbedürftig wäre ein Traum. Ne? Dann würdest du sie renovieren und dann könntest du das Zimmer sogar möblieren und könntest dadurch viel mehr Rendite heben. Andersrum gefragt, was ist, wenn da jetzt wenn wir auf eine Mietsituation treffen, die etwas schwieriger ist, also die Miete ist unter Markt und wir würden aber darauf kommen und sagen, okay, das entwickelt sich zu einem 6, 7 oder 8 Prozenter, wenn man die Miete jetzt erhöht. Kannst du dir vorstellen, in so eine Situation reinzugehen, wo du dann eine Mieterhöhung auch durchziehen musst? Ja. Also wenn die Mieterhöhung von den Rahmenbedingungen durchführbar ist, ja. Okay, also klar, wir würden vorher quasi gucken, ne? 20% in 3 Jahren. Okay, also das prüfen und dann kannst du es dir vorstellen. Ja. Also dann schreiben wir mal hin, vermietet oder leer.
Also ich hatte, wo du jetzt sagst, vermietet oder leer, beziehungsweise Mietanhebungspotenzial. Ich habe mir eine Wohnung in Erfurt angeschaut. Ja. Da war die war auch sehr lange im Immobilien-Scout drin, habe mit dem Verkäufer gesprochen und auch mit der Verwaltung gesprochen. Am Ende hat sich herausgestellt, es war ein sehr schwieriger Mieter, der sich sehr gut auskannte und bei jedem Problem, also was heißt Probleme, er hat halt er kannte sich sehr gut aus und hat seine Spielräume genutzt. Also der Vermieter bzw. der kommende Verkäufer hat keine einzige Mieterhöhung durchbekommen. Also hat es einfach nicht angenommen. Also das wäre sozusagen im Vorfeld zu prüfen, dieses Mieterhöhungspotenzial und was ist das eigentlich für ein Mieter, der sozusagen dort drin ist. Ja, absolut. Also das ist bei der, also wenn du morgen in die Gespräche gehst, wenn wir dann zu den Wohnungen gehen und wir von der Bierdeckelbewertung sprechen, dann geht es halt immer um drei Bereiche und ein Bereich davon ist eben die Mietsituation. Und das musst du quasi am Telefon im Erstkontakt so tief es geht rausfinden, wie diese Mietsituation wirklich ist. Das muss man nachher, also wenn du dann dich für die Wohnung entscheidest und sagst, die will ich kaufen, sie vielleicht sogar schon reservierst, dann kommt natürlich eine Detailprüfung. Ne? Dann machst du am besten ein Gespräch mit dem Vormieter vielleicht, ne? Guckst dir wirklich Unterlagen an, die sie mit dem Mieter geben, hat er zuverlässig gezahlt und so weiter. Aber es ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, den du morgen im Gespräch immer abklären musst. Also das lässt sich aber in der Regel rausfinden, wenn man nach dem aktuellen Mieter fragt. So, ne? Genau. Okay. Also, vermietet oder leer, beides grundsätzlich okay. So, dann lass uns jetzt mal noch einmal die Renditegeschichte quasi aufschreiben oder beziehungsweise je nach Standort, das hängt ja enorm vom Standort ab. Aber wir haben jetzt mal gesagt, wir haben eine Zielrendite, irgendeine, die kann jetzt gleich 6, 7 oder 8% da kommt auch auf den Standort an, was wir uns da dann wirklich hinschreiben wollen. Aber wir haben quasi durch diese beiden Dinge hast du dir jetzt im Prinzip aufgeschrieben, es gibt einen Ist-Zustand und es gibt einen Soll-Zustand bei der Immobilie. Das heißt, wir müssen bei der Bewertung, bei der ersten schnellen Bewertung morgen, auch am Telefon, musst du rausfinden, was ist der Ist-Zustand und kriegst du sie in den Soll-Zustand. Ja. So, jetzt gibt es natürlich, wie viele Jahre an diesem Fall stehen, ne? Das ist eine sehr große Frage. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein und man kann das auch nicht vorher wissen. Ne? Also wenn einfach das zum Beispiel ewig dauert, bis du die Wohnung mal leerstehend hast und sie zwischendrin renovieren kannst, ist mit bestehendem Mieter zumindest schwieriger. Ne? Also wir brauchen einen Plan, um von Ist auf Soll zu kommen, morgen. Mhm. Ne? Ich würde mal hinschreiben hier, Planungshorizont sollte eigentlich maximal 3 Jahre sein. Weil du, da hast du ja das Steuerthema, also wenn du hier hast renovierungsbedürftig und du renovierst mehr als 15% vom Gebäudeanteil am Kaufpreis in den ersten 3 Jahren, dann kannst du all das nicht mehr sofort steuerlich geltend machen, sondern musst es absetzen für die Laufzeit. So, das heißt, wir müssen eigentlich morgen, wenn du mit denen sprichst, mit den Leuten, musst du immer so ein bisschen diesen 3-Jahres-Horizont im Hinterkopf haben, bezogen auf die beiden Themen. Ist der Mieter, das hört man ja vielleicht auch so ein bisschen raus, will der da dauerhaft wohnen oder ist gerade das nächste Kind im Anmarsch und der sucht sowieso schon die größere Wohnung. Ne? Und eben, wie schlimm ist es hier wirklich? Ja. Bist du hier in der 15%-Thematik drin, weil du im Prinzip komplett neu machen musst oder nicht? Ja. Also im Prinzip, vielleicht macht es ja Sinn zu sagen, im 4. Jahr muss es so und so sein. Ne? Also weil möglicherweise muss ich irgendwas Größeres machen, will das in den ersten 3 Jahren nicht aus steuerlichen Gründen, will es in Jahr 4 machen und dann ist okay. Ja. Dann mit max 3 Jahren schließen wir jetzt quasi die Nummer aus. Also dass wir sagen, im 4. Jahr. Im 4. Jahr. Ja, komm, im 4. Jahr. Weil damit kaufe ich im Zweifelsfall eine kleine Bude, die ich in 3 Jahren einmal noch richtig was investiere, damit irgendwie dann ein tolles Mieterklientel erreichen kann. Vielleicht möbliere ich sie dann und habe dann eine super tolle. So, wärst du bereit, sagen wir mal, wir finden eine Wohnung, wo wir glauben, da kann man die Miete anheben, jetzt dann bald und wenn man die auch renoviert, kann man die auch noch richtig im Wert heben, aber das dauert jetzt noch eben bis ins 4. Jahr. Absolut. Du wärst bereit, drauf zu zahlen? Absolut, also in diesem Fall ja. Eine Vorgabe würde ich dann halt geben, ich würde keine Mieter kündigen oder sowas. Also wenn ein bestehendes Mietverhältnis übernommen wird. Muss ja, kannst du auch gar nicht. Ja. Also
Oder anders gesagt, nur um zu modernisieren, um dann eine höhere Miete später zu erzielen. Also ja. Ich bin schon daran gelegen, einen guten Mieter zu haben, ein gutes Mietverhältnis. Und wenn das sich dann sozusagen organisch auflöst, das Mietverhältnis, weil der Mieter, wie du sagst, ein Kind ist im Anmarsch, er braucht eine Größe, das ist eigentlich so der Idealfall dann. Nein, absolut. Mhm. Also was auch sowieso also moralisch sowieso nicht funktioniert und höchst problematisch ist irgendwie davon auszugehen, den Mieter bekommt man raus, Entmietung, absolutes No-Go. Also damit würde ich auch niemals planen oder rechnen. Trotzdem kannst du natürlich einfach, du solltest auch unabhängig vom Mieter planen, wann du wie eine Immobilie modernisierst und den Wert steigerst. Ja, ja. Und den solltest du mit ins Boot holen. Also wir werden das machen, wenn wir das bei der Besichtigung haben, dass die Mieter da sind. Ist ein kleiner Tipp, der wahrscheinlich dich schon sehr, sehr weit bringt. Das erste ist, einmal zum Mieter hingehen und sagen, was ist Ihnen aktuell das Wichtigste? Ja. Einfach mal fragen. Mhm. Und das war beispielsweise bei einer Immobilie von uns, da sagte der Mieter, weiß noch, im ersten Gespräch sagte, ja, ich habe halt hier Nachspeicher, öffentlich bräuchte ich irgendwann meine Heizung. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme Sie beim Wort, das, was ich versuche jetzt hier in dem Haus durchzubringen, das wird komplett, dass wir eine neue Gaszentralheizung in das ganze Haus einbauen. Das ist jetzt passiert 2 Jahre später, die Eigentümer sich alle dafür entschieden und wir haben natürlich eine ordentliche Mieterhöhung mit die Modernisierung auch umgelegt, haben dem das aber auch vorher gesagt und er ist super happy. Mhm. Also er freut sich, dass er eine gute Heizung hat, er spart natürlich auch Heizkosten. Wir haben die Immobilie modernisiert und mehr Miete. Ja. So, solche Situationen suchen wir. Ja. Genau das, was wir morgen haben. Okay, so, aber dann fasse ich den mal zusammen noch als Entwicklungspotenzial hier irgendwie. Gut. Okay, jetzt war deine Frage gar noch, ob wir eine Zimmeranzahl festlegen. Ja. Ehrlich gesagt, mein Gefühl ist, wir machen besser ein bisschen mehr Arbeit in den Standort, suchen uns genau aus, wo, stellen dann irgendwie erstmal ein bis 120.000 Euro bei den Portalen, sagen auch den Leuten bis 120.000 Euro und gucken uns das Zeug schnell an. Jetzt kann es aus meiner Sicht schon Schnitte und Grundrisse geben, die wir dann aussortieren wollen. Das würde ich aber da auch nicht reinschreiben. Würde ich auch dem Makler nicht sagen, biete mir nicht an, wenn es ein Durchgangszimmer gibt oder so, weil am Ende kann man Grundrisse auch irgendwie verändern oft. Ne? Also ich würde es auf jeden Fall vorschlagen, dass man sich's anguckt. Ja. Mhm. Ja. Okay, dann haben wir eigentlich hier drunter auch einen Strich. Das ist jetzt noch relativ simpel, auch relativ klar, dass das so Profil ist. Du musst im Zweifelsfall renovieren. Du musst dich mit dem Mieter auseinandersetzen und möglicherweise auch Mieterhöhungen natürlich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten irgendwie durchführen. Und dann würde ich sagen, wir jetzt das Thema Standort. Machen wir. Perfekt. Wenn du selbst ganz am Anfang stehst zum Thema Immobilienkauf, dann hilft dir vielleicht unser 10x10 Minuten kostenloser Videokurs. Das ist ein wunderbarer Einstieg. Und das war's jetzt mit der Folge für Alex kauft eine Bude. Und in der nächsten Folge geht es jetzt darum, den Standort zu finden, an dem wir die Immobilie kaufen wollen. Ja, wenn du die nächste Folge auch den Rest der Serie nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten unseren Kanal. Jetzt ganz viel Erfolg beim Vermögensaufbau. Es lohnt sich.